Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Landwirtschaftssimulator 22 auf der schönen Staso bei Miro, haben wir das Projekt ja genannt. Ja, auch schon wieder ein kleines bisschen länger her. Ich wollte ja, je nachdem wann das Video rauskommt, weiß ich gar nicht jetzt mehr, oder weiß ich jetzt nicht zur Zeit, wann das Video rauskommt, wollte ich am Dienstag streamen. Hat ja mal wieder nicht hingehauen. Und zwar wollte ich das, was wir jetzt hier machen, im Stream machen am Dienstag. Und ja, was soll ich sagen? Es hat natürlich nicht geklappt. Ne? Also, es liegt eindeutig bei mir an meinem Internet. Ich habe es nämlich auch versucht, auf Twitch zu streamen. Und das hat leider auch nicht hingehauen. Ist natürlich doof für mich auf Twitch. Ich habe zwar ein Twitch-Konto, aber ja, keine Leute, die da mir folgen, so wie auf YouTube. Wäre jetzt nicht so das Problem. Aber ich wollte überhaupt mal wieder einmal streamen. Ne? Auf jeden Fall hatte das halt nicht so wirklich hingehauen. Ne? Und ich werde mich jetzt die Tage nochmal mit meinem Anbieter in Kontakt setzen, dass sie da irgendwas machen. Vielleicht ist ja doch auch wirklich der Router kaputt oder hat einen Defekt oder was weiß ich. Aber ist halt eigentlich auch wirklich nur, wenn ich irgendwie streamen will, ne? Das ist auch echt merkwürdig. Ja, ich bin hier jetzt oder will jetzt anfangen mit Schwaden. Wir machen den mal nach rechts, genau. So, erstmal werden wir mal ein bisschen das Tempo runternehmen. Wir werden mal hier so mit 15 km/h machen, ne? Erste Schwatt legen wir mal einmal schön mal ein bisschen zur Seite, ne? Und ja, ich wollte eigentlich das, was wir jetzt hier machen, im Stream machen. Ich wollte mit euch Schwaden pressen, einsammeln, wickeln und ja. Wie gesagt, hat leider nicht hingehauen. Wie gesagt, ich werde mich auf jeden Fall, die Woche muss ich mich auf jeden Fall dann nochmal mit meinem Anbieter nochmal kontaktieren, woran das eventuell liegen könnte. Ich habe jetzt für mich schon alles ausprobiert, was ich machen kann. Und ja, habe sogar online mit so einem komischen Assistenten das selber probiert, aber der hat genau dasselbe gemacht, was ich auch gemacht habe. Also von daher, naja. Ansonsten, wenn das bei mir aus welchen Gründen auch irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren sollte oder schlecht funktionieren sollte, dass wir streamen können, ja, dann werden wir die Stream-Geschichte wohl beenden und dann gibt es wahrscheinlich nur noch Videos. Was für mich auch echt schade ist, weil ich eigentlich schön Bock habe auch auf Stream, ne? Gerade was die ganze Materie mit Dingskirchen angeht. In 2 Tagen kann ich COD anspielen, zumindest die Kampagne. Laut meines Dings in 2 Tagen. Und nächste Woche Freitag am 28. war das, ne? Kommt das Spiel offiziell raus, also auch mit Multiplayer halt, ne? Und da wollte ich ja dann sowieso loslegen. Dann, ne? Und ja. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert oder wie das alles klappt oder nicht klappt. Weil ich hätte nämlich auch gern dann eventuell dieses Wochenende ein bisschen mehr gemacht, was Stream angeht.
halt auch die Kampagne COD mit euch gestreamt. Wie gesagt, ich muss mal schauen, ob ich das noch hinkriege die Woche, dass wir eventuell am Wochenende schon wieder streamen können. Ich weiß es nicht, ob das funktionieren wird oder nicht, je nachdem, ne? Ja, wir hier schön mit unseren Axion unterwegs am Schwaden mit den Kuhn-Bandschwader. Erstmal hier unser Gras. Wir hatten ja, oder ich hatte ja im letzten Streaming versucht, das war ja letzte Woche Montag, nee Quatsch, letzte Woche Dienstag, glaube ich. Montag oder Dienstag, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, irgendwie so. Hatte ich ja auch versucht zu streamen, da hat das ja, was weiß ich, die erste halbe Stunde hingehauen und dann hey, irgendwie nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir da einen Auftrag angenommen gehabt mit Sojabohnen-Dreschen. Nee, so waren das. Nee, Hirse waren das. Hirse-Dreschen. Oh. Und ja, den Auftrag habe ich natürlich offline fertig gemacht. Und jetzt oder hatten wir erst den Auftrag gemacht, damit das Gras bzw. das Heu auch noch ein bisschen trocknet oder trocknen kann, antrocknen kann. Das Heu sowieso, ne? Noch ein bisschen trocknen kann. Die erste Schwatt wird aber ganz schön dick dann. Und jetzt ein bisschen nachmittags, später Nachmittag schon, 2:30 hier in Game. Schön ein bisschen alles zusammenschwaden. Damit wir dann nachher später auch alles schön zusammenpressen können. Wie gesagt, ich muss mal schauen, wie wir jetzt hinkommen, wie das jetzt passt, denn halt auch zwecks wegen Internet und so was, ne? Aber ich habe mir heute Nachmittag schon gedacht, oder für mich war es nachmittags, also für mich ist heute Dienstag, wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, Donnerstag oder Freitag, weiß ich jetzt nicht. Und ja, wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wie, oder da habe ich mir schon gedacht, dass das nichts wird, da ich mich Video hochgeladen habe und ja, das einfach nicht so wirklich hingehauen hatte, auch mit dem Hochladen schon nicht. Und ich wollte es einfach versuchen, Dienstag zu streamen, aber ging halt wieder nicht. Das ist für mich überhaupt nicht mehr schön. Ja, falls einer von euch eine Idee haben könnte, woran das liegt, kann er es gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben, ne? Oh. Na, ob das so gut war, das da so zu machen, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, mache ich hier nur zweimal Vorgewende. Ja, ich habe das eine Mal rüber geschwadet. Das schwaden wir jetzt alles zusammen und dann machen wir noch ein zweites Mal Vorgewinde einfach. Ja. Dann sind wir schön dicht vom Rand noch ein bisschen weg, ne? Oder etwas weiter vom Rand weg. Ja, das, den Rest werde ich dann, denke ich mal, auch offline alles zusammenschwaden. Also die zweite Wiese da drüben irgendwo. Und dann das Heu, denke ich mal, auch offline zusammen. Und dann mal schauen. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht machen wir dann das nächste Mal Ballenpressen oder sowas denn im Livestream. Ich weiß es nicht. Ich muss erst mal gucken,
Beziehungsweise habe ich ja eigentlich auch noch was vor mit. Ach so, ja. Ein kleines anderes Problem fällt mir gerade ein. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar, das Projekt Gelderland wird es nicht mehr geben. Das wird eingestellt. Nicht unbedingt aus meiner Sicht hin. Oder nicht unbedingt von mir aus, aber es, ja, es sind halt so ein, zwei private Sachen, die bei ja, jemanden denn doch sind, und privat geht halt vor, ne? Und deswegen werden wir das Projekt Gelderland ja eigentlich beenden. Und ja, ist etwas schade, aber wie gesagt, private Sachen gehen halt vor. Und ja, nichtsdestotrotz, also ich denke mal, die Jungs, die im Gelderland Projekt mitgemacht haben, mit dem einen oder anderen habe ich ja sowieso schon mal mit zusammen gestreamt, und ich denke mal, da ich ja am oder da ich ja den auch vorhab, auf der Mecklenburgischen jetzt hoffentlich irgendwann mal mit meiner Maisernte zu starten zu können, dass ich oder dass da dann auch der ein oder andere aus dem Gelderland Projekt durchaus mit dabei ist, dass wir das dann im Livestream hoffentlich jetzt dann irgendwann mal machen können. Die 26 Hektar Mais häckseln auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Ne, damit ich da auch mal wieder ein bisschen vorankomme. Ansonsten muss ich das auch irgendwie im Video machen, wenn das streamingmäßig nicht hingeht. Werde ich mir mal die Jungs mal fragen, ob sie Lust hätten. Dann werden wir das offline machen, beziehungsweise was heißt offline, als Videos. Also dann werden auf jeden Fall auch mehrere Videos kommen. Vom Mais häckseln. Und ja, das wäre dann so die Alternative, was nicht ganz so schön ist, finde ich, aber naja, wie gesagt, es geht dann halt nicht anders. So, haben wir noch ein Thema, was wir sprechen müssen. So, Internet-Stream habe ich gesagt, Gelderland-Projekt habe ich gesagt. Nee, eigentlich habe ich so nichts weiter auf dem Herzen. Wie gesagt, das ist alles nicht gerade sehr schön zurzeit. Wie gesagt, ich bin da eigentlich auch mit meinen Latein am Ende. Also was das Stream angeht halt denn, ne? Wenn das nicht funktioniert. Ich hatte gedacht, vielleicht liegt es ja doch an der PlayStation, an der PlayStation 5. Und hatte ja dann am Dienstag auch nochmal einen Versuch gemacht mit der PlayStation 4 von, also aus dem LS19 zu streamen. Hat natürlich auch nicht hingehauen, ne? Und wie gesagt, Twitch wollte ich dann versuchen, hat natürlich auch nicht hingehauen, also wie gesagt, also an der PlayStation kann es nicht liegen, wenn es mit der 4 auch nicht hinhaut. Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht liegt es ja dann doch an YouTube, aber nee, funktioniert auch nicht mit Twitch, also kann es nur Internet sein. Das habe ich jetzt ein bisschen doof gemacht, ich gerade. Das hätte ich anders machen sollen. Naja, egal. Ja,
kriegen wir das jetzt hier noch mit rein? Ja, das Video wird ein bisschen länger. Es kam die Woche noch ein geilen Mod. Ich glaube, am Montag kam der sogar. Am Montag. Ein echt geiler Mod. Habe ich mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob wir den hier überhaupt mal verwenden. Ein schön K700. Ein echter schöner K700. Ne? Man kann den auch echt geil konfigurieren. Hier mit Motorabdeckung. Ja, nein. Ich finde das ohne ein bisschen besser. Aufkleber haben wir hier. Linke Tür. Das finde ich ein bisschen schade, dass es hier nur eine linke Tür oder eine rechte Tür. Ne? Gut, man kann auch links und rechts. Aber dann haben wir auf einer Seite dieses, ja, von Fortschritt so dieses Zeichen, dieses Getreidekorn und oder die, ne? Und hier eine Nummer. Finde ich nicht ganz so schön, aber sieht natürlich auch ein bisschen mit. Innenraum. Innenraum kann man echt geil gestalten. Große Ölkanne, seht ihr da so in der Ecke stehen. Ohrenschützer hängen da. Eine Tasche unterm Sitz und all sowas mögliche. Man kann auch alles mit reinnehmen, also Ölkanne, Werkzeugkasten, kleine Ölkanne, Tasche und Ohrenschützer. Ne? Externes Design, die externe Kabinenlüfter, den finde ich nicht so schick. Rundumleuchten oder Dreieck hinten. Man kann leider nicht die Rundumleuchten und das Dreieck machen. Schade eigentlich. Kraftstofftank kann man noch plus 60 Liter dazu. Motorausführung hat er bis 290. Weiß ich jetzt nicht, ob das ja geht. Ich kenne ihn mit 220 PS. Reifenvariante gibt es viel. Namenkappen, Radgewichte. Nur hinten oder nur vorne oder vorne und hinten. Verschieden ausbalanciert. Zwillingsbereifung vorne oder vorne und hinten. Ne? Aber ich würde den meistens so lassen. Hauptfarbe. Wir könnten den auch schön in weiß machen. Ne? So. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Nee. Wir würden den schön in Klassik gelb machen, dass das Gitter vorne wird so bleiben, Aufkleberfarbe wird auch so bleiben, Felge bleibt so, ne? Und ich habe ihn hier einmal hingestellt, weil ich nicht weiß, ob ich ihn brauche wegen Ballenkapazität, ne? Ob das so funktioniert. Wir werden uns jetzt nochmal den Klang anhören. Vorne auch schön das Lüfterrad, dass man sieht, dass sich das dreht. Und hier im Innenraum die Kopfhörer, die wackeln, die Luftdruckanzeige, die wackelt. Die Gangschaltung hört man. Und was geil ist, man kann den Ventilator einschalten. Da bewegt sich sogar der Knopf da vorne. Licht geht auch. Oh, da bewegen sich, das habe ich noch gar nicht. Da bewegen sich sogar die Schalter. Von Umleuchte. Hui. Ne? Also. Und er hört sich auch geil an. Muss ich ganz ehrlich sagen, er hört sich auch echt geil an. Sieht zwar ein bisschen anders aus als den ich kenne. Bei denen ich kenne, war die Schnauze ein bisschen kürzer. Aber nichtsdestotrotz. Und auch beim Aussteigen, zack, bumm, zack. Ne? Gut.
Jetzt nur, das war so eine kleine Mod-Vorstellung, weil, ne, ich finde den einfach so hammermäßig geil, den Casimonet. Ich bin auch echt am überlegen, ob wir hier mit der schönen Osttechnik zum größten Teil nochmal drauf spielen sollten. Vielleicht werde ich nochmal so ein zweiten Projekt machen, wo wir hier mit Osttechnik spielen. Also zum größten Teil halt mit Osttechnik, ne? Muss ich mal schauen. Könnt ihr ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn wir, ich sag mal, noch ein zweites Projekt machen, wo wir dann so ein bisschen mehr mit Osttechnik spielen. Die Karte würde dazu eigentlich doch relativ gut passen. Und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das war's dann erstmal an dieser Stelle für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.